So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft FeedBeast Infinity Evolved. Jetzt, ich schaue jetzt nochmal, ich mache jetzt noch mal kurz den Hebel an, wie das aussieht, wenn man, wenn hier die Wand so, wo sie rein muss. Ups, dass ich das mal sehe, da kann ich nämlich sagen, die müssen weg, die Räder, oder die können so bleiben. Das muss auf jeden Fall weg, das Rad. Okay. Hackstein nicht zufällig nur draußen. Und in der Tasche haben wir die Axt. Dann haben wir die kleine. Geht auch so. Jetzt weiter geht's. Das passt soweit eigentlich. Dann müssen wir nur das hier wegmachen. Ach, hab. Ne, da ist noch von dem Stein. Und der Rest habe ich oben. Warum das mal so zu? Fackeln sind da hinten, nicht, dass da was spawnt. Ja, muss so lassen. Das Wand mit. Einer und zu. Wir lassen das so. Hat mir halt eher gefallen. Nee, muss raus. Andere. Eigentlich geht es nur darum, dass ich jetzt voll bin, das abzubauen. Nee, jetzt lassen wir uns das erste Mal drin. Wenn es mich nervt, schmeiß ich es noch. Okay, nächstes. Nein. Das kann hier rein, das könnte hier rein, aber das ist kein Platz. Das kann hier rein, das muss hier rein. Ein Uran. Ein bisschen mehr habe ich schon abgebaut in der ganzen Zeit. Und werde mal der Hebel wieder ziehen. Sonst. Ups. Ach komm. Geht es nicht so weiter. Jetzt machen wir. Wie machen wir es denn? Hat das Lava drin? Ja. Bauen wir das Ganze hier ab und verschieben es. Habe ich alles, ist halt nur die Frage. Ich nehme nur ein bisschen Stein mit, um das gleich zu machen. Habe ich genügend Platz? Nö, habe ich nicht. Egal. Jetzt halt, doch haben wir. Ah, easy. So, die zwei nehmen wir aber auch noch mit. Hat alles passt. Jawohl. Ganze stellen wir jetzt mal unten auf. Wo dass der Gang hier zugemacht wird und da die dann unser oder mache ich es anders? Machen wir es einfach mal so. Zack, zack. Keine Ahnung, in welchem was drin war. Jetzt wird das so rausfinden.
ist schon mal unten. Ohne Probleme. Jetzt müssen wir das Ganze hier aufbauen. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal nur einen Tesseract hier hin. Nein, falsche Steine. Und dann brauchen wir die andere Kiste. Nämlich die hier oder die. Wobei. Müssen wir. Das mal anders. So, jetzt kommen wir da wieder rein. Ist ja fürs erste Mal egal, weil hier bin ich eh wahrscheinlich nie. Außer ich baue jetzt, dann muss ich wahrscheinlich Kabel drumherum verlegen. Sollte dann schon gehen. Jetzt. Wie baue ich das jetzt auf? Weil so wie das ja irgendwann mal wird, bekommen wir hier einen Haufen Rohstoffe rein. Eigentlich müsste ich die oberste Reihe hier noch wegmachen, dass man die hier so sieht. Passt. Jetzt aber weitermachen. Weil dann kann ich, sag mal, hier ein Tesseract mit lauter. Ihr kennt ja, vielleicht kennen einige mein Infinity Evolved. Nein. Mein normales Infinity LP. Da habe ich ja 8. 8 Furnace und 8 Pulverizer und ein Haufen Zeug. Ja, alles schön mit Input-Output aufbaut. Ja. Sowas braucht man hier auch irgendwann wieder. Deswegen bin ich gerade am überlegen, wie man das Ganze hier. Wir hatten ja da einen riesen Maschinenraum. Wie wir den Maschinenraum hier reinpacken. Das Charging-Gedöns hat man da gar nicht. Aber eigentlich müsste das hier reinpassen. Machen wir das erstmal in kleiner Form, weil so viel Zeug haben wir jetzt eh nicht. Was nehme ich denn alles gerade eigentlich überhaupt mit? Logistik hat ausgedient. Die wahrscheinlich. Nee, die noch nicht. Wie viel Energie haben die? 2000. 2000 reicht eigentlich. Weil mir kamen keine Upgrades drin. So. Das heißt, die Fabricator und so. Ich guck einfach, dass sie möglichst schnell nachher ein Ding bauen. Dann können wir hier dahinter die Kabel verlegen. Dann haben wir hier den Pulverizer, der Furnace. Magma Crucible muss eigentlich zum Ding. Da ist er. Transport. Fluid-Gedöns. Und ein. Ne, Snackmill ist nicht. Fluid-Gedöns. Gut, geht den Hammer in der Hand. Ah, der gibt mir gleich der richtige. Ach, das ist der Ofen fürs Holzbrenner. Das ist der Ofen fürs. Aha. Ja, Dash Reinforced, Dash Basic. Dann können wir lieber den Reinforced hinstellen. Haben wir einen Ofen? Nein, das war der Pulverizer Basic. Der. Ja, das machen wir dann. Wie bauen wir das am besten auch auf? Redstone Furnace Basic, den nehmen wir nicht. Ich will die zwei zusammen verbinden. Das heißt ja, eigentlich muss ich da Furnace hinstellen und oben drauf der Pulverizer. Kloink.
Hier Stein Input. 9, hier Stein Output. Geht mal weiter. Du gibst gerade gar nichts aus. Du bekommst nur von oben. Du gibst nur nach unten ab. Du bist der Ofen, den ich einfach so benutze. Drüber Zommel, die ich einfach so benutze. Ding ist einfach Okomod. Dann Dana auch ausmachen. Jetzt brauchen wir wieder ne Schinsen hier jetzt gerade keine mehr. Dann Diener, den noch. Da muss ich ja schon ans Verkabeln denken. Der eine braucht noch Wasser. Ups, mein Ellenbogen. Der Raum ist so hoch und ich baue alles nur hier unten hin. Wir machen da eine zweite Ebene rein. Auch Dolly ja nicht die ganze Stolle. Wird immer weniger, ohne dass ich was baue. Der Raum ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Hier noch eine Decke rein. Da müssen wir auch die Energie irgendwie hochbekommen. Da gibt es hier einen zweiten Stock. Nicht so. Da, nächste Eingang hoch. Oh, hoch. Halt. Die ganzen Sachen sind ja hier. Verplant. Brick, Brick, Brick. Da sind sie doch. Oh Gott, immer Crates. Oh je. So. Oben kommen die ganzen Maschinen hin, die unbedingt Ding brauchen. Ups. Die Seile. Was heißt Seile? Turning Table braucht keine Energie, den können wir wo ganz anders hinstellen. Macerator, Centrifuge, Metal Transformer. Müssen wir auf jeden Fall nur größer machen, hier kann kein Mensch rüberlaufen. Ne? Hier passt. Da, ja, das geht wieder nicht. Ah, komm. Wenn man nicht, auch nicht bauen kann, dann ist es noch schlimmer. Okay. So, wie kriege ich keine Steine mehr? Doch, passt. Die muss ich auch noch aufbauen. Die brauchen eine Wasserversorgung. Alloy Smelter und Ding brauchen nicht viel Platz, aber der ist hier mal mega falsch. Der bekommt wahrscheinlich eigentlich nur einen Ausgang hier in die Richtung, genauso die, das Teil. Wett wird halt ein bisschen laufen. Rolling Machine brauchen wir nicht so oft, deswegen kommt die ganz ins Eck. Jetzt Turning Table kann irgendwo an Seite zusammen mit Manual. Kinetic Generator. Die Gen brauchen wir gar nicht. Metal Farmer. Was haben wir den braucht? Egal. Welches von den
Machine braucht Wasser. War die Canning Machine? Dass man das irgendwo hier in der Wand verstecket. Müssen dann aber trotzdem noch eins hoch. Oh, ich muss da überall noch Fackeln setzen, sonst leuchtet. Sonst kommen hier kleine Monster. Wenn ich einmal rausgehe. Das wollen wir nicht. So, einmal den hier hin. Macerator. Kompressor. Ja, der Rest brauchen wir nicht so wirklich. Hier kommt auch noch mal Wasser hin. Die trennen wir diesmal. Carpenter braucht nämlich Wasser. Die Generator haben wir nicht braucht. Metal Former, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ach, unser wichtigstes Gerät. Okay, nichts gesagt. Manual können wir irgendwo hier in die Ecke packen. Da wir den sowieso nicht brauchen. Das ist bloß auf der anderen Seite auch anpassen. Ja, passt. 2-2. Kinetic daneben kommt. Zentrifuge habe ich wieder vergessen. Hier daneben. Macerator, Zentrifuge. Canning Machine. Die Generator haben wir nicht braucht. Das ist der Turning Table, da treten wir es auf. Jetzt noch den hier, der kommt unten. Einmal kurz einen guten Kumpel F7 will fragen, was er dazu meint. Der sieht rot. Ach, schade. Ja, cool gewesen. Den Molecular. Mitte im Raum. Doch keine Fackeln wegmacht. Egal. Der Molecular braucht nämlich auch ein Ding. Wie heißt denn? So ein Fadener. Da ist der einzige Platz, wo ich nicht hinhaben will. Ja, den stellen wir so in die Mitte. Jetzt müssen wir Dinge herstellen. Warum ist nicht hier das Zeug drin? Keine Ahnung, weg damit. Die brauchen wir aber gleich. Passt doch soweit, oder? Jemand was dagegen? Jetzt brauchen wir High Voltage von denen hier. Bereiten wir jetzt schon mal so vor. Hier kommt der Tesseract hin. Der bekommt nach unten hin einen blauen. Jetzt kommt hier der Tesseract hin. Dann müsste man hier das Ganze noch auffüllen. Mit denen. Okay. Bisschen Arbeit, aber halt, ich muss nicht nach oben. Ich muss das hier machen. Immersive Engineering. Nee. Dummer HV. Finden wir gleich alles. Vielleicht finden wir auch hier gleich was mit HV. Okay. Kabel haben wir eigentlich genügend. Geht es nur darum, dass wir die alle richtig verbinden können. Ach komm. Weil bei dem müssen wir es hinten aufmachen. Bin ich auch noch im Weg? So. Komm. Zack, zack. Das mit der Fackel hier oben drauf war dumm. Hier hängen wir dann jetzt an die Wand.
Jetzt doch mal Kabel verlegen. Jawohl, geht. So. Nicht. Ja, der Chat. Ach Gott, kein Heilvolt. Das seht ihr schon. Machen wir dann so, wie es jetzt noch nicht ist. Das war dumm. Jetzt seht ihr so, wie es jetzt noch nicht ist. Hey. You cannot attach this wire here. Und warum nicht? Sie das verstehen? Ich mach gleich wieder MV-Dinger hin und dann ist mir scheißegal. Wenn es mal wieder hängt. Weil wenn es mit HV nicht funktioniert. Moment, müssen wir jetzt aufzuschlagen. Das müssen wir jetzt erstmal testen. Aha. Jetzt ist es wieder normaler. Ich will es nicht auf. Okay. Geht gar nichts. Ne, echt scheiße. Das ist eine Scheiße. Wenn das jetzt bei der Medium Voltage auch nicht geht, dann habe ich ihn richtig beschissen. Den einen hier machen wir anders, den machen wir auf jeden Fall High Voltage. Weil der braucht Energie wie die Sau. So. Das ist so dicke Kabel, dass es nicht geht, oder was? Komm. Zum Glück brauchen wir die ganze Maschine nicht so viel. Kann man das schon mal vertreten. Darf man es von hier aus? Gut. Das ist dann hinten. Hat man auch. So. Müsste ja jetzt eigentlich alles wieder Energie haben hier oben. Der verbraucht nicht mal Energie. Okay, kann ich eine ganze Zeit anlassen. Wasser. Hopper muss ich auch noch verteilen. Jetzt nächste. Was denn hier? Transfer Node Liquid. Brauche ich noch Wasser? Nur mit zwei von denen. Ich hatte echt drei. Ja, stimmt. Rechts, links, unten. Stimmt. War schon mal sehr gut. Die werde ich jetzt noch mal brauchen, bis ich hier über die ganze Dinger nochmal ein Tesseract hergestellt habe. Tesseract, 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 Frame. Gut, wenn wir die schon machen. Muss wahrscheinlich ganz runterbrechen. Müssen wir noch weiter runterbrechen. Das ist ja irgendwo hin lange.
Wie haben wir jetzt? Heißen die Dinger? Achtung, ein Buchstaben. Hat man gerade 6 und ich brauche 8. Nein, brauche ich gar nicht. Was labe ich? Passt. Mitte. Gerade mal der Dia. Gut. Wenn wir die gerade herstellen. Das ist schon komisch, dass der nicht den Redstone findet. Dann brauchen wir das Cable. Da haben wir noch. Schauen wir mal. Haben wir auf jeden Fall. Schade, dass man das nicht irgendwie so aufplanen kann, was man alles hier raus haben will. 16 Stück müssten wir es eigentlich schaffen. Ach. So, da brauchen wir dann gleich auch noch. Der braucht kein Wasser. Braucht nur das um Gold. Sollten wir aber Gold erstmal noch holen. Hui. Also wir haben jetzt ein bisschen Glowstone, nur wen es interessiert. Oh Gott. Yes, wie viel haben wir da jetzt inzwischen? 213. Das Ding läuft ja nur besser als vorher. Halt stimmt, da haben wir ja auch. Ach, war verpeilt. Was falsche. Oh, los. Hallo? Okay. Verteilt auch Energie. Ah, was stimmt denn jetzt? Das ist jetzt wieder kaputt. Haben dieses Rezept geändert. Und, ach, Wasser. Geben wir auch hin, ich habe keine Dinge. Eimer, Eimer. Ein Eimer nur. Zweiten. Paket. Ui, wir haben ganz schön viele. Zwei werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann brauche ich noch. Hier jetzt schon dabei. Ne, da sind sie. Ach komm, gib her. Jetzt müssen wir kurz raus Wasser holen. Ach. Doink und zack, zack. Und wieder rein. Ich bin jetzt schon ein ziemlich trostloser Kaste. Muss ich schon zugeben. Müssen wir noch ein bisschen ändern. So. Da habe ich wieder kein Baumaterial dabei. Könnte ich einmal immer alles dabei haben. Ups. Jetzt. Den weg, den weg. Den weg. Jetzt setzen wir den hin, weil. Machen wir einmal Wasser dahin. Einmal Wasser hier hin. Rips. Zack. Liquid. Und den da weg. Und dann kann loslegen. Passt. Gut. Dann bekommen wir jetzt ein paar. Gold können wir trotzdem halt. Redstone fehlt mir. Ich muss unbedingt rüber und Redstone holen.
nicht einen ganzen. Ender Chest mit Rot drauf war's, glaub. Ah, jetzt tropft's halt unter. Egal. Können wir jetzt mal laufen lassen. Gut. Nächstes Ziel. Ja, sieht doch gut aus. Nein, sieht's noch nicht. Jetzt. Als nächstes brauchen wir mehr von den Redstone Energy Flux. Redstone Energy Flux Ducks. Och, genau, wir haben kein Signalum mehr. Dann erstmal nur Signalum herstellen. Moment, jetzt muss ich erstmal was anderes machen. Das Signalum machen wir ja nachher hier in der Smeltery. Deswegen muss ich erstmal wieder den Tank voll machen mit Wasser. Ups. Damit wir das Ding leer bekommen und dann schauen wir mal. Signalum war. Signalum Blend war Silber, Redstone und Copper. Halt, ich will das rausbekommen. Silber, Redstone, Copper. Mir geht jetzt erstmal das ganze Zeug ablegen, was wir gerade nicht so brauchten. Worüber ich mich nachher wieder aufregt, dass ich es doch brauche. Und ich nenne einen Crate mit einem leeren. Leer sein. Ja. Holen wir noch schön Redstone. Und dann ist das aber auch schon das Ende dieser Folge. Halt da ist total, das müssen wir auch noch verlegen. Kann man nicht da lassen. Oh. Was? Oh. Hier leckt's wie die Sau. So. Noch einen und das Inventar voll. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ach, das wollte ich eben nicht. Muss ich wieder den Boden reparieren. So, das könnte fürs Erste reichen. Ich hab nicht. Das leckt hier doch echt wie die Sau. Aus hier. Ups. Mal wieder heim. Hui. Die können da drauf spawnen. Jetzt weiß ich, woher die kommen. Wir brauchen den hier. Beziehungsweise wir müssen jetzt erst das ganze Redstone hier reinbringen. Und dann holen wir mal die ganze Crates hier. Geht ja gar nicht. Ach, da wird mir nicht nächste geben, doch. Gut, dann wissen wir, wo unser Redstone ist. Gut, den kann man auch wieder setzen. Kruscht. Lass mal auch nochmal durchgucken. Ah.
So, jetzt brauchen wir. Gucke ich eigentlich immer erst hier nach Silber und dem Zeug. Wenn es doch einfach hier alles gibt. Und zwar auch noch sehr viel. Aber noch. Kupfer immer viel zu wenig. Da geht es ja gerade erst los bei uns mit dem Produzieren. So, ich würde sagen, halt hier geht's runter. Machen wir Obsidian. Das oben noch hin. Renchi. Falsche Tasche. Ich sehe sie nicht. Blöd. Mein Crescent Hammer. Das mache ich dann offline voll fertig. Wenn ich meinen Hammer gefunden habe. Jetzt. Ah, den habe ich verschwischt rein. Nehmen wir den. Ich brauche jetzt das Teil. Hat volle Power. Und dann lasse ich bis zur nächsten Folge noch die Dinger machen. Mach ich noch einen besseren Capacitor. Egal, Redstone. Gut. Dann sieht man sie in der nächsten Folge, wenn ich einen Haufen an dem Zeug dabei habe. Von dem her vielen Dank. Zuschauen. Smelting. Erstmal mal gucken. Hallo? Müssen wir gucken, wo der den Output hinbekommt. Eigentlich ja hier. Dumm. Naja, schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge habe ich dann hier ein bisschen Signal und dann können wir weitermachen. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.